Hallo und willkommen hier bei ZDF heute live. Ja, der Iran hat seine Drohung wahrgemacht und einen beispiellosen Angriff auf Israel gestartet. Gestern am späten Abend wurden mehrere hundert Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Raketen abgefeuert. Ein direkter Angriff auf Israel seitens des Iran, den es so bislang noch nicht gegeben hat. Laut Iran eine Reaktion für die mutmaßliche Attacke Israels vom 1. April auf das iranische Konsulat in Damaskus, bei dem ranghohe Offiziere und Militärs ums Leben kamen. Mittlerweile, das jetzt die aktuellen Meldungen, hat der Iran den Angriff für beendet erklärt. Die israelische Armee hatte heute am frühen Morgen das bestätigt und auch bekannt gegeben, dass die meisten Flugkörper abgefangen werden konnten. Lediglich eine Militärbasis wurde beschädigt. Es gab 12 Verletzte. Die Frage ist nun, welche Antwort seitens Israels kommt oder folgt auf diesen Angriff? Wie wird man reagieren? Darüber wollen wir hier bei ZDF heute live in einem aktuellen Stream sprechen. Bevor wir das tun, mit unseren Korrespondenten und Nahostexperten, fasst uns Friederike Emmerich den Stand der Dinge aus der Nacht zusammen. Iran hat seine Drohung wahrgemacht. Drohne um Drohne, Rakete um Rakete wurde auf Israel abgeschossen, trotz internationaler Warnungen. An vielen Orten heulten die Sirenen, gab es ohrenbetäubende Explosionen. Wir haben hunderte Drohnen und Raketen mit Hilfe unserer Verbündeten abgewehrt. Die ganze Welt hat nun gesehen, dass Iran ein Terrorstaat ist. Noch ist unklar, wie Israel reagieren wird. Doch Premierminister Netanyahu hatte zuvor bereits gewarnt. Wir haben ein klares Prinzip. Wer uns Schaden zufügt, dem fügen wir auch Schaden zu. Krisensitzung deswegen mit hochrangigen israelischen Militärs. Wie geht es jetzt weiter? Veröffentlicht wurden Bilder von israelischen Kampfjets, die zeigen sollen, wie sie von ihrem Einsatz wieder unbeschadet auf die Nevatim Airbase zurückkehren. Der Luftraum ist seit dem Morgen auch wieder für den zivilen Flugverkehr geöffnet. Auf dem internationalen Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv ist vorerst der Normalbetrieb wieder angelaufen. Tja, soweit ein Stand der Dinge über den Angriff. Und die Folgen wollen wir jetzt reden bei ZDF heute live, gleich mit unseren Korrespondenten in Tel Aviv und Teheran und auch mit den Nahostexperten Gil Yaron und Daniel Gerlach. Sofern ihr Fragen, Meinungen zu diesem Thema habt, schickt ihr uns diese wie immer gerne via Mail oder auch über die Kommentarspalten. Wir leiten diese dann gerne hier live in der Sendung bei uns weiter. Zunächst schalten wir nach Israel. In Tel Aviv hat das Geschehen für uns Michael Beverunge beobachtet. Michael, Israel hat ja wirklich eine beispiellose Nacht erlebt, kann man sagen. Solch einen Großangriff hat es bislang noch nicht gegeben. Wie ist die Lage nun am Mittag danach? Also Israel reagiert mit der typischen angespannten Gefasstheit. Es gab natürlich schon viel schlimmere Angriffe mit Raketen eben ganz bewusst auf Zivilbevölkerung. Das war jetzt nicht so. Das öffentliche Leben scheint mir zumindest hier in Tel Aviv wieder weitgehend normal. Es gibt etwas weniger Verkehr, die Schulen sind ja immer noch geschlossen. Aber man hat natürlich schon wahrgenommen, dass Iran seine Muskeln hat spielen lassen und dass da natürlich noch eine weitaus größere Konfrontation möglich ist. Hat man denn schon irgendwie Bilanz gezogen, was da alles von iranischer Seite abgefeuert wurde? Ja, es waren vor allem unbemannte Drohnen, es waren Cruise Missiles und ballistische Raketen. Die Drohnen und die Cruise Missiles, die konnte Israel mit seinen Verbündeten USA, Großbritannien und Frankreich angeblich zu 99%, also sprich alle vom Himmel kommen. Die einzigen Geschosse, die durchgekommen sind, das waren ballistische Raketen. Und wenn man diese merkwürdige Sprache von militärischen Angriffen mal rückübersetzt, dann zeigt das eben, dass nur ein kleiner Teil, etwa 100 ballistische Raketen abgefeuert sind. Das sind die wirklich gefährlichen Geschosse, die dann eben auch eingeschlagen sind. Das zeigt, wenn man das, wie gesagt, so übersetzen will, dass der Iran offenbar jetzt nicht das volle Eskalationspotenzial ziehen wollte. Auch im Libanon sind übrigens über 100.000 solcher ballistischer Mittelstrecken, Kurzstreckenraketen vorhanden. Auch die sind nicht zum Einsatz gekommen. Das heißt, es war ein klares Signal, wenn man das so verstehen will, dass Iran zeigt, wir sind reaktionsfähig, aber wir wollen nicht die ganz große Konfrontation.
Du hast das eben schon anklingen lassen. Israel war ja vorbereitet, die Armee war vorbereitet, auch die Gesellschaft war vorbereitet. Man hatte größere Menschenversammlungen, Ansammlungen verboten, Bildungseinrichtungen wurden geschlossen. Wie geht es jetzt weiter am Tag danach? Bleiben diese Maßnahmen bestehen oder atmet man jetzt auf und lockert diese Maßnahmen wieder? Die werden jetzt wahrscheinlich nach und nach gelockert. Der Luftraum ist wieder geöffnet, der jordanische Luftraum ist geöffnet, der Flughafen hier Ben Gurion ist wieder geöffnet. Die Schulen bleiben heute noch geschlossen, die Universitäten. Es sind im Moment sowieso Ferien, also große Auswirkungen hat das nicht. Und ich denke, dass man das die nächsten Tage wieder lockern wird. Es kommt natürlich jetzt auf die weiteren Entwicklungen an. Jetzt bleibt es natürlich auch die Frage, wie antwortet das israelische Militär darauf? Wie schätzt du das ein? Wird es eine Antwort geben? Das ist die große Frage. Alle schauen jetzt auf das Kriegskabinett, was heute Nachmittag gegen 16 Uhr Ortszeit tagen soll. Da wird man darüber beraten, wie es weitergehen soll. Israel steckt da etwas in der Zwickmühle. In gewisser Weise hat es ja sehr souverän diesen Angriff abgewehrt. Der amerikanische Präsident sagt, ihr habt das gewonnen, lasst es dabei bleiben. Aber natürlich wird in der iranisch-arabischen Welt natürlich auch so gesehen, dass Israel diesen Angriff quasi zulassen musste. Und auch das ist wieder diese merkwürdige militärische Logik, dass Israel möglicherweise sich gezwungen sieht, auch zu zeigen, wir lassen so etwas nicht unbestraft zu. Und das wäre dann wieder natürlich eine Möglichkeit für eine weitere Eskalation. Das ist offen, wie souverän, wie zurückhaltend Israel antworten wird. Ich würde mal sagen, die Chancen stehen 50-50. Das ist eine dann wahrscheinlich aber auch direkt gegen Iran und iranisches Territorium gerichtete Antwort geben wird. Aktuelle Einschätzungen aus Israel von Michael Beverunge. Michael, danke zu dir. Ja, während letzte Nacht Raketen auf Israel flogen, verbreiteten sich auch rasant im Internet, in den sozialen Medien diverse Videos von feiernden Menschen und Autokorsos im Iran, die scheinbar die Angriffe feierten. Die Reaktionen fasst Nina Hauser zusammen. Sie feiern, als ob sie einen großen Sieg errungen hätten. In Iran gingen, wie hier in Teheran, noch in der Nacht tausende Regimeanhänger auf die Straße. Sie skandieren Tod für Israel, es leben die tapferen Soldaten des Islams. Für die Hardliner ist die Attacke auf Israel das richtige Signal. Ich habe noch in keinem Land erlebt, dass der Angriff auf ein anderes Land und Krieg die Menschen glücklich macht. Aber heute Nacht sind die Menschen nicht schlafen gegangen. Sie sind hierher gekommen, um zu zeigen, wie wichtig dieser Krieg für uns ist und wie froh wir über diesen Angriff auf Israel sind. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Khamenei, veröffentlichte gestern noch einmal auf X, das bösartige zionistische Regime müsse bestraft werden. Und auch im Parlament feiern sie den Angriff. Danke, Revolutionsgarden, skandieren sie. Es gibt aber auch die, die verunsichert sind. Lange, lange Schlangen bildeten sich direkt vor den Tankstellen. Nochmal mit Treibstoff versorgen. Wer weiß, was da noch kommt. In Teheran steht unsere Korrespondentin Phoebe Gar. Hallo Phoebe, zu dir. Wir haben gerade die Bilder gesehen von den Autokorsos, von den feiernden Menschen, auch aus dem Parlament, wo diese Attacke begrüßt wurde. Jetzt rückblickend, wo der Angriff für beendet erklärt wurde. Hat es denn den Effekt gebracht, den man sich auf iranischer Seite da versprochen hat? Also so wird es hier von offizieller Seite zumindest verbreitet. Der Parlamentssprecher hat heute ja gesagt, man habe Israel einen Schlag ins Gesicht verpasst. Und der Chef der iranischen Streitkräfte, der sagte, man habe mit diesem Angriff eben auf Ziele abgesehen, die damals an den mutmaßlichen Angriff auf das iranische Konsulatsgebäude in Damaskus beteiligt waren, bei dem ja hochrangige Revolutionsgarden ums Leben gekommen sind.
Also auf diese Ziele habe man es abgesehen und das sei erfolgreich gewesen. Israel wiederum sagt ja, dass diese Militärbasis, um die es da geht, eigentlich keine großen Schäden davongetragen habe. Aber hier in Teheran wird dieser Vergeltungsangriff auf jeden Fall als großer Erfolg gefeiert und die Operation für beendet erklärt. Jetzt steht Israel und stehen seine Verbündeten wieder unter Zugzwang. Und ich denke, in der Logik des Regimes ist alleine das schon ein Erfolg dieses Angriffs von gestern Nacht. Der iranische Präsident hat jetzt auch Israel gewarnt vor einem Gegenschlag. Ist man da besorgt vor einer israelischen Antwort? Der iranische Präsident ist dabei weitem nicht der Einzige. Wir hören das eigentlich von vielen hochrangigen Politikern hier. Und auch der Chef der Revolutionsgarden hat gedroht, dass falls Israel oder seine Verbündeten jetzt zum Gegenschlag ausholen würden, Irans Antwort wiederum noch bei weitem härter ausfallen würde als das, was wir heute Nacht gesehen haben. Es gibt gewisse Anzeichen dafür, dass man sich hier auf einen Gegenschlag vorbereitet. Zum Beispiel ist der internationale Flughafen von Teheran derzeit gesperrt. Aber im Großen und Ganzen hält sich die Führung des Landes da bedeckt. Das waren ja nun gestern Abend vor allem regimetreue Menschen, die da auf die Straße gegangen sind, das begrüßt haben und diesen Angriff gefeiert haben. Steht denn das gesamte Land hinter der iranischen Regierung und diesen Attacken oder wie ist das einzuschätzen? Also das gesamte Land ganz sicher nicht. Du hast es gerade gesagt, das waren gestern die Regimetreuen, die gefeiert haben. Und in Iran ist es eben so, dass diejenigen, die Kritik üben wollen an dem Regime hier, dass die sich sehr zurückhalten müssen aus Angst vor Verfolgung. Trotzdem ist es so, dass wenn wir in den letzten Wochen gefragt haben nach der Einstellung der Leute zu diesem Konflikt mit Israel, diesem Dauerkonflikt zu Israel, dass wir da erstaunlich oft Menschen vor der Kamera hatten, die gesagt haben, dass sich eigentlich die Führung des Landes besser um andere Dinge kümmern sollte, nämlich um die internen Probleme, zum Beispiel die rasende Inflation oder auch die steigende Arbeitslosigkeit. Und genau in dieser wirklich wirtschaftlich schon sehr, sehr angespannten Lage, da sind jetzt auch die ersten direkten Auswirkungen von dem militärischen Angriff gestern auf Israel zu spüren. Kurz nach Bekanntwerden, dass dieser Angriff gestartet wurde, da ist hier die Landeswährung abgesackt und heute Morgen dann auch der Börsenindex der Teheraner Börse um ein paar Prozentpunkte gesunken. Also da spüren die Leute jetzt tatsächlich da, wo es ihnen direkt sie am meisten betrifft, schon die Auswirkungen von den militärischen Aktionen. Aktuelle Einschätzungen aus Teheran von Phoebe Gahm. Dankeschön, Phoebe, zu dir. Ja, wie wird sich das Pulverfass Nahost weiterentwickeln? Darüber wollen wir nun reden mit zwei Nahost-Experten. Und sofern ihr Fragen habt, Meinungen habt zu diesem Thema, jederzeit könnt ihr uns eure E-Mails schicken dazu oder auch eure Frage in den Kommentarspalten schreiben. Wir schalten jetzt nach Tel Aviv. Dort ist Gil Yaron, Journalist und Publizist. Hallo zu Ihnen, Herr Yaron. Schönen guten Tag aus Tel Aviv. Das war ein beispielloser Angriff des Iran letzte Nacht. Die internationale Staatengemeinschaft verurteilt diesen Angriff scharf, ruft aber auch gleichzeitig jetzt zur Besonnenheit auf mit Appell an Israel. Wie besonnen wird die israelische Armee darauf reagieren? Wie schätzen Sie das ein? Nun, da ist die Frage erstmal, wie Sie Besonnenheit definieren und wie die israelische Armee Besonnenheit definiert. Denn es sind hier zwei Dinge, die sich gegenseitig widersprechen. Das hat Ihr Korrespondent Herr Beverunge ja sehr schön dargelegt. Auf der einen Seite hat Israel jetzt den großen Vorteil, dass die Weltgemeinschaft wieder hinter Israel steht, nachdem es ja große Kritik gab an der Kriegsführung im Gazastreifen mit der Hamas. Und das, was der Iran gemacht hat, das nutzt Israel jetzt erst einmal politisch. Und es setzt auch den Fokus wieder auf die Themen, die für Israel wichtig sind. Das macht klar, hier gibt es eine Achse des Bösen, verbunden Russland gemeinsam mit dem Iran, mit der Hamas, mit der Hisbollah, mit den radikalen islamistischen, man kann auch sagen fast faschistischen Kräften hier im Nahen Osten. Und Israel ist die Kraft, die dagegen steht und damit Verbündete hat in der sunnitischen arabischen Welt. Es ist ja ganz wichtig festzuhalten, welche Rolle die sunnitischen arabischen Staaten hier gespielt haben. Das heißt, was die Iraner gemacht haben, sie haben ja eine regionale Struktur zusammengeschweißt, an der Israel mehr als ein Jahrzehnt arbeitet, nämlich eine strategische Kooperation mit Staaten wie Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, um eine Sicherheitsstruktur zu bauen gegen den Iran. Das würde dagegen sprechen, dass man jetzt dort zurückschlägt, damit man das nicht gefährdet und damit man
im Gazastreifen weiter agieren kann und notfalls vielleicht auch im Libanon agieren kann. Wir dürfen nicht vergessen, gemeinsam mit dem Angriff aus dem Iran kamen ja wieder mehr als 100 Raketen aus dem Libanon auf Israel. Es sind weiterhin 100.000 Israelis evakuiert von der Nordgrenze zum Libanon, können nicht nach Hause zurückkehren, weil sie bedroht werden von der Hezbollah. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass Israel zum einen in der eigenen Rhetorik gefangen ist. Sie haben es ja vorhin festgestellt, Netanyahu hat gesagt, wenn wir angegriffen werden, werden wir dem Angreifer Schaden zufügen. Das ist eine Verpflichtung. Und zwar andererseits muss Israel seine Abschreckung aufrechterhalten. Nun galt laut iranischer Regierung dieser Angriff ja dem 1. April, als Israel mutmaßlich das iranische Konsulat in Damaskus angegriffen hat. Mehrere ranghohe Militärs kamen dabei ums Leben. Dass es Israel war, das muss man an dieser Stelle hinzufügen, ist noch nicht final bestätigt. Mehrere ranghohe iranische Militärs kamen dabei ums Leben. Aber man muss ja auch erstmal fragen, was hat Israel eigentlich, sollte es so gewesen sein, damit erreicht? War das militärtaktisch klug, dass man dieses Ziel angegriffen hat? Nun, dieses Ziel, dieser Angriff ist Teil eines Schattenboxens, eines Krieges im Geheimen, der seit einem Jahrzehnt stattfindet, seit Beginn der syrischen Revolution 2011, versuchen die Iraner in Syrien genau das aufzubauen, was sie im Libanon aufgebaut haben, nämlich eine irannahe Miliz, die Israel von einer Grenze bedrohen kann, die nicht auf iranischem Territorium ist. Sie hat im Libanon die Hezbollah aufgebaut, die hat 150.000 Raketen, die jeden Punkt in Israel erreichen können. Genau dasselbe wollen die Iraner auch in Syrien aufbauen und das versuchen die Israelis zu verhindern, indem sie iranische Ziele konstant bombardieren. Das geschieht manchmal wöchentlich, manchmal monatlich, manchmal täglich. Faktum ist, die Iraner haben eine Miliz aufgebaut in Syrien, aber die ist bei weitem noch nicht so stark, wie sie gerne hätten. So gelingt es den Israelis, diese Anstrengung zumindest zu stören. Und dieser Angriff in Damaskus war ein klares Zeichen an Teheran, wir werden das nicht dulden. War auch ein Signal an die Hezbollah im Libanon, wir schrecken nicht zurück, auch vor einem Krieg im Libanon, wenn ihr uns weiter bedroht. Das ist Teil eines andauernden Krieges und die einzige Lösung dafür ist, wenn die Hezbollah und der Iran ihr erklärtes Ziel aufgeben, Israel auslöschen zu wollen, dann hätte Israel keinen Grund mehr, in Syrien oder im Libanon anzugreifen. Das hat auch gut die Userfrage von Martin Adrian auf YouTube beantwortet, der gefragt hat, warum hat Israel die Botschaft attackiert? Mutmaßlich müssen wir an dieser Stelle sagen. Ja, jetzt bleibt, Herr Jaron, nach dieser Nacht die Frage nach der Antwort. Wie geht's weiter? Rechnet man in Israel damit, dass es weitere Angriffe aus dem Iran noch geben wird? Kommt da vielleicht noch mal was? Also ich glaube, hier in Tel Aviv fühlt man im Augenblick eine Erleichterung. Man hat mit dem Schlimmsten gerechnet. Man ist sehr glimpflich davongekommen von diesem Angriff. Und jetzt atmet man erstmal auf. Man sieht Menschen in Kaffeehäusern, Menschen wieder spazieren gehen auf den Straßen. Es ist erstmal eine Erleichterung. Aber das, ob es jetzt weitergeht, das hängt, glaube ich, erstmal davon ab, was das israelische Kriegskabinett entscheidet, ob man zurückschlägt, ob man offen zurückschlägt. Und es gibt ja viele Optionen, die die israelische Regierung hat, von Nichtstun bis Angreifen, ein Frontalangriff auf den Iran und viele Gradierungen in der Mitte. Man könnte einen Cyberangriff starten. Es ist ja kein Zufall, dass die Iraner tanken gegangen sind. Wir erinnern uns vielleicht an einen Cyberangriff von vor wenigen Jahren, dass auf einmal die Tankstellen in ganz Iran nicht mehr funktionierten. Das sind Beispiele für das, was Israel wahrscheinlich machen kann. Man könnte beispielsweise eine Drohnenfabrik angreifen und somit in den Mittelpunkt drücken, welche geostrategische Rolle der Iran spielt, nämlich als der Hauptversorger Russlands mit Angriffsdrohnen, die später die Ukraine angreifen und somit klar machen, dass man ein Teil der westlichen Koalition ist auf der Seite der USA, Europa und der Ukraine. Also es gibt viele verschiedene Optionen, wofür Israel sich letztlich entscheiden wird. Und noch wichtiger, wann es das tun wird, das ist weiterhin weit offen. Nun stand ja der israelische Ministerpräsident Netanyahu in den letzten Wochen stark in der Kritik, auch von der eigenen Bevölkerung, wegen seines Vorgehens in Gaza. Welche innenpolitische Folgen hat jetzt dieser iranische Angriff? Könnte das sein Standing wieder festigen vielleicht an der israelischen Bevölkerung? Ich würde sagen ja und nein. Ja, weil die israelische Antwort, die Israelis waren bereit für den Angriff. Die israelische Armee hat hervorragend funktioniert. Die israelische Regierung hat sich adäquat auf diesen Angriff vorbereitet. Und wir müssen auch sehen, wie es jetzt weitergeht. Aber bislang bekommt Netanyahu eher gute Noten für das, was er hier gemacht hat. Aber es hat auch eine weitere Folge. Und die weitere Konsequenz ist, dass mit dem Angriff des Irans auf Israel genau das eingetroffen ist, was sich die Hamas seit Beginn des Krieges wünscht, nämlich dass die Front noch sich vervielfacht, dass nicht nur Israel in Gaza kämpft, sondern auch an der Grenze zum Libanon, auch mit dem Iran, auch mit Syrien, auch mit den Houthis. Und das
bestärkt die Hamas darin, keine Verhandlungslösung zu suchen für die Frage der israelischen Geiseln, die weiterhin völkerrechtswidrig in Gaza festgehalten werden, und macht eine Verhandlungslösung unwahrscheinlich. Und das bringt Netanyahu immer mehr in Druck, denn wenn die Hamas nicht verhandeln will, hat Netanyahu eigentlich nicht viel, was er der Bevölkerung bieten kann. Und die Geiseln in Gaza, das ist für die meisten Israelis emotional die wichtigste Frage im Augenblick. Sagt der israelische Journalist und Publizist Gil Yaron. Herr Yaron, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Gerne. Ja, die Reaktionen aus der Welt, die ließen in der Nacht nicht lange auf sich warten. Die Bundesregierung verurteilte den iranischen Angriff scharf, genau wie die USA. Es gab gerade auch vom Bundeskanzler erste Reaktionen, der sich ja aktuell in China befindet. Und auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat sich geäußert. Da können wir mal ganz kurz reinhören. Das ist ein durch nichts zu vertretender Angriff. Das ist eine schlimme Eskalation der Lage und das ist in keiner Weise akzeptabel, nachvollziehbar und hinnehmbar. Wir verurteilen den iranischen Angriff scharf und warnen vor jeder weiteren Eskalation. Der Iran darf auf diesem Weg nicht weitermachen. Ich rufe alle Akteure in der Region auf, besonnen zu handeln. Die Eskalationsspirale muss durchbrochen werden. Wir müssen gemeinsam zu einem Ende der Gewalt finden. In Anbetracht der angespannten Lage in der Region appelliere ich an alle deutschen Staatsangehörigen, unsere Reisewarnung für diese Region sehr ernst zu nehmen. Soweit erste Reaktionen der Bundesregierung. Wir schalten nach Berlin. In unserem Hauptstadtstudio sitzt der Nahost-Experte Daniel Gerlach. Einen schönen guten Tag zu Ihnen, Herr Gerlach. Ja, hallo nach Mainz. Die Lage in Nahost, die war ja in den letzten Monaten schon mehr als angespannt. Jetzt mit diesem Angriff hat sich das Ganze wirklich zu einem Pulverfass entwickelt, kann man sagen. Wie wird sich dieses Pulverfass Nahost weiterentwickeln, Ihrer Meinung nach, in den nächsten Wochen? So eine Prognose ist extrem schwierig, weil, glaube ich, die Akteure, mit denen wir es da zu tun haben, selber für sich noch nicht entschieden haben, wie sie sich verhalten werden. Und das kann man natürlich nur schwer zusammenfügen. Erstmal glaube ich, dass die Iraner ein Stück weit sich überschätzt haben. Das war ja eine deutliche politische Geste, dieser Schlag. Sie wollten der Weltöffentlichkeit zeigen, wir reagieren, wir beantworten Angriffe auf unser Territorium, wie eben der israelische Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus. Aber wir halten dabei Maß. Und ich glaube, diese Message, die haben sie versucht zu übermitteln. Sie haben deshalb vorher die Amerikaner offensichtlich informiert oder zumindest die Staaten der Region so informiert, dass die dann die Amerikaner darüber informieren. Aber letztendlich glaube ich, dass sie damit eher in eine Falle getappt sind. Denn die iranische Seite wollte ja aus diesem 7. Oktober, wollte sich nicht hineinziehen lassen erst von der Hamas in diesen Krieg, der auf den 7. Oktober folgte. Sie wollte aber geopolitisch als großer Gewinner daraus hervorgehen, indem nämlich ihre Position und ihr Narrativ auch gestärkt sind. Und das ist durch diesen Schlag ein Stück weit zunichte gemacht. Denn man hat auf der einen Seite es wieder geschafft, oder Netanyahu hat es wieder geschafft, die westliche Welt, insbesondere die Amerikaner, in sein Lager zu ziehen, was auch, glaube ich, das Kalkül dieser ganzen Operation in den letzten Wochen gewesen ist. Und auf der anderen Seite sind die iranischen Drohnen und Raketen und Marschflugkörper, die da zum Einsatz kamen, doch aus militärischer Perspektive ziemlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sie wurden abgefangen, sie wurden zum Teil von Verbündeten der Israelis und unterstützenden Mächten der Region abgefangen, sie wurden aber auch von dem System Iron Dome abgefangen. Das ist völlig klar, dass man hier nur eine kleine Salve abgeschossen hat, verglichen mit dem großen Raketenpotenzial, was Gil Yaron ja auch eben beschrieben hat. Aber trotzdem ist es so, dadurch, dass eigentlich keine dieser Raketen auch nur ein Ziel erreicht hat, auch wenn es kein letales Ziel sein sollte, also wenn man keine Menschen treffen wollte, hat man eigentlich eher das große Abschreckungspotenzial, von dem ja immer viel die Rede ist und das die Iraner ja auch als politisches Instrument gebrauchen, verloren. Stichwort Selbstüberschätzung, das passt auch zu unserer User-Frage oder Zuschauerfrage von Tobi auf YouTube. Riskiert der Iran mit einem möglichen Krieg nicht sein Regime? Der Staat ist ja eher instabil, schreibt er uns. Das ist eine hochinteressante Frage, eine sehr legitime Frage. Die betrifft ja alle in der Region. Die betrifft ja übrigens auch die israelische Seite. Wir haben es hier mit Systemen, mit Führungen zu tun, die offensichtlich nur daran interessiert sind, ihre eigene Macht zu verlängern. Und deswegen auch da bereit sind, große Risiken in Kauf zu nehmen. Auf der anderen Seite ist bei den Iranern immer zu sehen, das Kalkül des Regimes ist, wie
stabil ist meine Macht nach innen? Wie kann ich außenpolitische Aktionen nutzen, um meine Macht zu erhalten? Und deswegen muss man solche Aktionen immer im Kontext sehen. Ich persönlich muss sagen, das hieß in der letzten Zeit, das iranische Regime steht unter Druck und muss diesen Angriff in Damaskus beantworten, wenn es irgendwie den Respekt seiner eigenen Anhänger nicht verlieren möchte. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, ein Großteil der iranischen Bevölkerung hat überhaupt kein Interesse an diesem Krieg, hat überhaupt kein Interesse an einer Eskalation und betrachtet diese ganze Auseinandersetzung mit Israel letztendlich als das, was es ist, nämlich ein Versuch des Regimes, Legitimität zu gewinnen, Einfluss zu gewinnen, aber definitiv nicht im Interesse der iranischen Bevölkerung. Dann gibt es eine stark mobilisierte, sehr sichtbare Gesellschaftsschicht, das sind die Anhänger des Regimes, die man auch dann da hat demonstrieren sehen und jubeln sehen. Diese Leute sind aber so loyal, dass man ihnen eigentlich, dass man die Loyalität nicht unter Beweis stellen muss. Das heißt, das Regime hätte diesen Schlag nicht vornehmen müssen, um gegenüber den eigenen Leuten wieder die Loyalität zu stärken, denn die hätten alles mitgemacht. Und insofern glaube ich tatsächlich, die Iraner sehen sich eigentlich auf Augenhöhe mit den USA in der Welt. Und dieser Angriff war nach meinem Dafürhalten keine Message an Israel, sondern war vor allem eine Message an die USA. Wir sind eine Großmacht, wir lassen uns nicht auf der Nase rumtanzen. Wir sind aber immer bereit, eben auch vorher zu warnen, nach Regeln zu spielen und letztendlich sind wir auch verhandlungsbereit. Ich glaube, diese Message wollte man schicken. Aber die Frage ist tatsächlich, ob die westliche Welt, ob Israel, ob die Amerikaner bereit sind für solche Spitzfindigkeiten oder das Ganze nicht doch eher betrachten als einen großen Angriff auf die Sicherheit und die Sicherheitsarchitektur der Nahostregion. Und diese Art von Messaging kommt dann manchmal eben nicht so an, wie die Iraner sich das vorstellen. Genau auf diese möglichen Antworten wollen wir ja heute in unserem Stream auch schauen, eben nicht nur auf Antworten, die da möglicherweise aus Israel kommen könnten, sondern auch aus der Staatengemeinschaft. US-Präsident Joe Biden hat ein G7-Treffen für heute angekündigt und auch viele unserer Userinnen und User fragen aktuell, wer jetzt politisch zwischen beiden Parteien vermitteln könnte. Jermaine fragt das zum Beispiel, wer könnte da vermitteln, sodass eine Eskalation verhindert wird. Welche politischen Möglichkeiten gibt es? Wolfgang fragt, könnte es Ölimportsanktionen aus den Iran in die EU oder G7 geben? Wie ist da Ihre Einschätzung? Welche politischen Player könnten jetzt was bewirken im besten Fall? Na, Sanktionen gibt es ohnehin schon. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, was das iranische Öl auf dem Weltmarkt betrifft. Kompliziertes Thema, aber das heißt also, die Iraner haben Abnehmer in China, in Indien, in anderen Staaten der Welt, aber es ist trotzdem so, dass das iranische Regime, das iranische Staat mit Sanktionen belegt sind. Und man hat ihre Korrespondentin in Teheran hat es ja eben nochmal dankenswerterweise daran erinnert, dass natürlich die Inflation im Iran so groß, so hoch ist, zweistellig, permanent, dass die iranische Wirtschaft wirklich im Ersticken begriffen ist. Und tatsächlich ist es auch so, dass dadurch, dass die Iraner diesen Schlag durchgeführt haben, die Weltöffentlichkeit damit rechnet, dass es dann wieder einen Angriff auf Iran gibt und das natürlich nochmal dazu geführt hat, dass der Währungsverlust im Land beschleunigt wurde oder der Währungswertverlust. Das ist ein ganz großes Problem. Zur Frage, wer kann vermitteln? Also zwischen den USA und Iran vermitteln ja bereits Staaten, vermitteln Golfstaaten. Es gab Geheimgespräche im Oman. Es gibt keine direkten diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und den USA. Das heißt also, wenn Korrespondenz ausgetauscht wird, dann geht das über die Schutzmachtvertretung, die Schweiz in Teheran, die Botschaft der Schweiz, die Interessen der Amerikaner wahrnimmt. Aber die Golfstaaten, insbesondere Oman, zum Teil auch Saudi-Arabien, zum Teil auch Irak, haben in den letzten Jahren vermittelnd tätig geworden und haben auch Kommunikationskanäle zwischen amerikanischen Nachrichtendienstlern und iranischen hergestellt. Ich glaube tatsächlich, die arabische Welt hat ein ganz großes Interesse daran, diese Eskalation zu vermeiden, zu verhindern. Und das haben wir jetzt ja auch gesehen. Die Vereinigten Arabischen Emirate waren das erste Land, das den israelischen Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus heftig und lautstark kritisiert haben, obwohl sie diplomatische Beziehungen mit Israel pflegen und einen strategischen Kooperationsvertrag mit Israel haben. Gleichzeitig haben sich hier arabische Staaten bemüht, eben zu verhindern, dass diese Drohnen und Marschflugkörper und Raketen überhaupt durchkommen durch ihren Luftraum, haben den Luftraum gesperrt und haben offensichtlich auch am Abfang mitgewirkt. Und das zeigt, dass sie tatsächlich diese Eskalation verhindern wollen. Der Gil Yaron aus Tel Aviv hat eben ja gesagt, man sieht, wie viel sich die Region verändert, man sieht, wie die arabische Welt jetzt mit Israel kooperiert. Das ist zwar richtig, auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, das war jetzt ein sehr spezifischer Fall,
Insgesamt glaube ich, dass es auch ein großes Zerwürfnis und ganz erhebliche Probleme gibt zwischen den Staaten, die mit Israel kooperieren, insbesondere Jordanien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, zunehmend auch Saudi-Arabien, weil man eben mit der Politik der Regierung Netanyahu in Gaza und in dem Westjordanland überhaupt nicht zufrieden ist. Und das große Bemühen war ja jetzt für die Regierung Netanyahu, die gesamte Aufmerksamkeit von dem Krieg in Gaza, von der wirklich kochenden Lage in der Westbank und Jerusalem auf den gemeinsamen Feind Iran zu richten. Und das ist ihm in einer Meisterleistung wirklich gelungen. Er hat es geschafft, Netanyahu hat es geschafft, die gesamte Aufmerksamkeit auf das Iran-Thema zu lenken, letztendlich seine westlichen Verbündeten wieder hinter sich zu versammeln in dieser Situation. Ob das von langer Dauer ist, weiß ich jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das auch kurzfristig sein wird. Aber das ist tatsächlich eine außenpolitische Meisterleistung, bei der trotz aller Risiken bisher kein einziger Israeli zu Schaden gekommen ist, denn die Raketen wurden abgefangen. Und das spricht schon, muss man anerkennend sagen, bei allem Zynismus, den der Netanyahu an den Tag legt, schon für ein großes außenpolitisches Geschick. Stichwort Verbündete und Kräfteverhältnisse, Herr Gerlach. Jordanien haben Sie gerade angesprochen. Das war auch ja eine Meldung, die dann kurz nach den ersten Meldungen kam, dass Jordanien bekannt gegeben hat, den eigenen Luftraum zu schließen. Man stellte sich da auf die Seite Israels und hat auch gesagt, man wolle alles abfangen, was da sozusagen in den Luftraum eindringt. Lassen Sie es uns mal grob einschätzen, welche Seite, also Israel, Iran, wer hat welche Unterstützer? Und da schließt sich auch die Frage von Wolfgang an, wie steht Saudi-Arabien zum Iran? Fangen wir mal mit der Frage vielleicht an. Saudi-Arabien hat sich in der letzten Zeit hat eine Normalisierungspolitik gegenüber Israel betrieben, die allerdings nicht in der Aufnahme diplomatischer Beziehungen und der Anerkennung gemündet ist. Aber man hat deutlich zu erkennen gegeben, dass man ein Interesse daran hat und eigentlich auch die strategische Entscheidung getroffen hat, wenn die israelische Regierung also wenigstens im Grundsatz eine Perspektive für eine Zwei-Staaten-Lösung oder für eine Lösung des Palästina-Konflikts in Aussicht stellt, was sie kategorisch nicht getan hat. Und darin sind die Annäherungen zwischen Saudi-Arabien und Israel zunächst einmal gescheitert. Saudi-Arabien ist die Führungsmacht oder sieht sich als die Führungsmacht in der arabischen und muslimischen Welt und hat nach meinem Dafürhalten kein Interesse daran, diesen Status aufs Spiel zu setzen, indem man jetzt einfach günstig den Israelis so eine Anerkennung gibt, auch wenn die Amerikaner das natürlich freuen würde. Das heißt, man spielt hier zweigleisig ein doppeltes Spiel. Gleichzeitig hat Saudi-Arabien sich Iran angenähert und hat eine Botschaft wieder eröffnet in beiden Hauptstädten. Es gibt viel mehr Austausch, Kooperationen, es soll auch Wirtschaftskooperationen geben, um eben dieses Nullsummenspiel, diesen dauerhaften Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran, um Deutungshoheit in der muslimischen Welt, aber auch um Einfluss in der Region und am Golf eben zu beenden. Das heißt, für alle kommt jetzt eigentlich, also zumindest für die Saudis und für die anderen Golfstaaten, kommt dieser Konflikt zu einer absoluten Unzeit, weil eigentlich war man dabei, die Situation im Nahen Osten neu zu ordnen und selber eine immer wachsende Bedeutung auch zu bekommen, geopolitisch. Und das hat sich jetzt durch diesen 7. Oktober, den Krieg darauf folgte und jetzt die Eskalation zwischen Israel und Iran ein Stück weit oder schadet dieser Entwicklung. Und das führt dazu, dass die Saudis letztendlich auch als Führungsmacht in der Region ein Stück weit in den Hintergrund getreten sind. Sie wollen vermitteln, sie wollen möglichst schnell, dass der Krieg in Gaza beendet wird. Sie wollen eine Lösung der Palästina-Frage und sie wollen vor allem keine Eskalation in der Golfregion. Denn alle ihre Ölförderanlagen oder so, die wichtigsten Ölförderanlagen, die wichtigsten Häfen und auch eine der wichtigsten Städten liegen ja an der Küste des Persischen Golfs, also dort, wo eine Konfrontation zwischen USA, Iran, Israel und Iran stattfinden könnte. Aktuelle Einschätzungen vom Nahostexperten Daniel Gerlach. Herr Gerlach, danke für Ihre Zeit. Danke nach Berlin. Ja, danke. Ja, und auch danke an euch da draußen für das Interesse und für all eure Fragen. Wir bei ZDF heute live verfolgen dieses Thema natürlich auch weiterhin, halten das im Blick und weitere aktuelle Informationen über den Tag verteilt findet ihr zu jeder Zeit bei unseren Kollegen von heute.de oder auch in der ZDF heute App. Bis dahin sagen wir erstmal danke fürs Interesse und tschüss.